Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 457. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Kritik. Geil. Davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Letztens habe ich ein Wort benutzt. Was war denn das noch? Genau, es ging um Bruschetta. Und wie man das eigentlich ausspricht. Diese italienische Vorspeise, ein Toastbrot oder was, ein Weißbrot, das irgendwie getoastet ist oder keine Ahnung. Und dann ist da irgendwie so Tomatensalat drauf. Balsamico und keine Ahnung was. Zwiebel. Und das schreibt man ja Bruschetta. Und viele sprechen es deshalb Bruschetta aus, weil SCH ist halt, ne? Ich glaube, die korrekte Aussprache ist Bruschetta. So habe ich es beim Italiener mal gehört. Ich bin halt kein Italiener, ich kann auch kein Italienisch. Aber ich glaube, das S gehört halt nicht zum CH dazu. So habe ich das verstanden. Und zu Silvester waren wir in Freiburg und meine Tochter, die sehr gerne Bruschetta isst, die hat das dann gemacht. Und wir haben uns dann natürlich ausführlich darüber unterhalten, wie man das ausspricht. Und als Norddeutscher spricht man es natürlich Bruschetta aus. Mit Doppel-D und ER am Ende, Bruschetta. Genau, haben wir dann lecker gegessen. Ja, herzlich willkommen in den 20ern. Das Jahr 2020 hat begonnen. Heute ist der 5. Januar. Diese Episode erscheint nächsten Dienstag. Das ist der 7. Januar. Und ja, Weihnachten gut überstanden. Am Heiligabend ist ja die letzte Episode erschienen, 456. Da haben einige gestaunt. Das geht, weil ich natürlich nicht am Heiligabend produziert habe, sondern schon vorher irgendwann, am Sonntag davor. Genau, Sonntag scheint der neue Podcast-Produktionstag bei uns zu sein. Den letzten Einschlafen-Podcast habe ich da aufgenommen jetzt wieder. Und heute Vormittag habe ich noch eine weitere Podcast-Episode produziert, und zwar mit meiner Tochter Lovis zusammen, den Mal mit uns Podcast. Viele von euch werden den noch nie gehört haben. Das ist ein Podcast, wo es erst 10 Episoden gibt. Heute haben wir die 10. Episode aufgenommen, und zwischen der 9. und der 10. Episode sind mehr als 1,5 Jahre Pause. So ist das manchmal, wenn man Projekte macht und dann irgendwie ein bisschen den Fokus verliert und die Lust verliert, und dann kommen Dinge dazwischen und so weiter und so fort. Die Idee hatte ich, also ich habe mit meinen beiden Töchtern ja schon mal Podcasts produziert, mit Mareile den Klugschieders Podcast und mit Lovis den Mal mit uns Podcast. Und beide übrigens nicht auf Spotify. Wenn ihr die hören wollt, braucht ihr eine andere App als Spotify. zum Beispiel AntennaPod, wenn ihr Android benutzt, oder die Podcasts App oder Castro oder irgendwas anderes, wenn ihr iOS benutzt. Ich persönlich benutze Castro und habe dafür sogar Geld bezahlt, weil ich die sehr, sehr gut finde, die App. Kann man aber auch kostenlos benutzen, dann fehlen halt ein paar Features, die braucht man aber nicht unbedingt. Wenn ihr da dann in die Suche geht und Mal mit uns eingibt, dann findet ihr das. Oder ihr geht einfach auf malmituns.mik.fm. Ich glaube, malmituns.klugschieders.de geht auch noch. Aber MEK ist ja meine Podcast-URL mittlerweile. Und ja, da haben wir jetzt die 10. Episode aufgenommen. Was ist Mal mit uns? Das ist ein Podcast, wo Lovis Bilder beschreibt mit meiner Hilfe. Das heißt, ihr hört eine Beschreibung eines Bildes. Wir sagen nicht, was das Original ist oder wo ihr das Original sehen könnt, sondern ihr müsst euch das quasi in euren eigenen Gedanken nachbilden und bilden. Genau. Und dann seid ihr eingeladen, dieses Bild zu malen, nur anhand dieser Audiodeskription. Und das ist ganz interessant. Tatsächlich haben wir sogar einige Episoden, wo ich bewusst irgendwie vermieden habe, es genau zu beschreiben, weil es total interessant ist zu sehen, von dem, was gehört ist, was sehen die Menschen, was entstehen für Bilder in den Köpfen. Ihr seid eingeladen, das Bild zu zeichnen, zu malen, mit welchen Materialien auch immer irgendwie herzustellen und uns das zu schicken. An malmituns@mikfm oder klugschieders.de oder was auch immer.
Genug E-Mail-Adressen. tobi@einschlafen-podcast.de geht auch. Es gibt genügend E-Mail-Adressen von uns, über die ihr uns erreichen könnt. Und wenn dann die nächste Episode erscheint, dann veröffentlichen wir sowohl das Original als auch alle eingesendeten Bilder. Das waren bei der Episode 9, die wir vor anderthalb Jahren aufgenommen haben, leider nur 3 Bilder, die wir bekommen haben und eins von Lovis und eben das Original. Das heißt, da ist nicht so viel zu sehen. Vielleicht war das auch einer der Gründe, warum wir so lange Pause gemacht haben. Das war so ein bisschen enttäuschend, die Resonanz. Wir würden uns also sehr, sehr freuen, wenn mehr Leute malen würden. Ich weiß, dass hier ganz viele Leute beim Einschlafen-Podcast zuhören. Vielleicht hat ja auch jemand Lust zu malen. Dann malt doch mal ein Bild. Die neueste Episode, Episode 10 von Mal mit uns, heißt Voldemort-Nase. Weil auf dem Bild eine Nase ist, die so aussieht wie die von Voldemort. So ein bisschen. Und ich glaube, also es ist ein sehr bekanntes Bild und 99,9% aller Hörer werden das sofort erkennen, um welches Bild es sich handelt. Und dann natürlich das Original auch im Kopf haben. Mehr Spaß macht es, wenn man eine ältere Episode hört. Und wenn ihr nicht auf die Webseite mal mit uns .mikfm geht, dann seht ihr die Originale nicht. Das heißt, ihr habt auch jetzt noch die Chance, aus den ersten 9 Episoden euch was anzuhören und nachzumalen, ohne das Original zu sehen. Ne, wenn man, also ihr wisst vielleicht gar nicht, dass viele Podcasts nicht nur in Spotify sind, sondern auch eine Homepage haben. Also der Einschlafen-Podcast zum Beispiel hat auch eine Homepage, einschlafen-podcast.de. Da muss man gar nicht raufgehen, um den Podcast zu hören, natürlich nicht. Ihr könnt es einfach direkt in dem Podcatcher eurer Wahl finden und hören. Natürlich auch in Spotify oder in anderen Systemen. Und deswegen muss man gar nicht auf diese Homepage gehen. Wenn ihr da aber hingeht, dann findet ihr noch weitere Informationen. Zum Beispiel ein Erklärbär-Video, wo ich erkläre, was der Einschlafen-Podcast ist. Das ist leider noch ein bisschen veraltet. Da sage ich noch, dass ich da einmal die Woche eine Episode aufnehme. Das stimmt natürlich mittlerweile nicht mehr. Das hat sich in den letzten 3 Jahren geändert. Ich weiß gar nicht, wie alt das Video ist. So, und keine Ahnung. Eigentlich braucht man die Webseite nicht wirklich. Also wenn ihr den Podcast schon gefunden habt, was offensichtlich der Fall ist, sonst könntet ihr das jetzt nicht hören, dann müsst ihr nicht auf diese Webseite gehen. Aber es gibt auch Podcasts, bei denen ist es sinnvoll, auf die Webseite zu gehen. Zum Beispiel den Mal mit uns Podcast. Da zieht man dann nämlich die Bilder. Genau. Sowohl die Original- als auch die eingesendeten Bilder. Guckt euch da ruhig mal, wenn ihr keine Lust habt zu malen, irgendwie die alten Episoden an. Das ist echt ganz lustig, was die Hörer da so gemalt haben. Also sehr interessant, wie unterschiedlich die Bilder teilweise sind und dann doch wie ähnlich sie sind. Mir macht's Spaß, Lovis macht's Spaß. Wir haben jetzt 1,5 Jahre Pause gemacht und jetzt entschieden, wir machen's wieder und wollen es auch wieder regelmäßig machen. Damit bin ich dann eigentlich auch bei dem Thema dieser Episode angekommen. Gute Vorsätze fürs neue Jahr, natürlich. Erste Episode 2020. Was will ich denn ändern in meinem Leben? Und damit meine ich natürlich jetzt nicht 2020, sondern so ein Jahreswechsel ist ja dann immer die Gelegenheit, nochmal zu überlegen, was will ich überhaupt anders machen? Was soll sich überhaupt ändern? Gute Vorsätze für ein neues Jahr würde ja bedeuten, ich mache es nur in diesem Jahr und danach ist es mir wieder egal. Ich finde auch den Zeitraum zu lang, ein Jahr. Also wenn ich was ändern will in meinem Leben, dann möchte ich das schon früher überprüfen, ob das eine gute Änderung ist. Ganz nach kontinuierlicher Verbesserung sollten die Iterationen nicht zu lang sein. Ja, und unser erster Vorsatz, den wir jetzt gefasst haben, ist, wir wollen wieder den Mal mit uns Podcast machen. So, das ist ja eigentlich nicht viel Zeit. So eine Episode dauert eine halbe Stunde. Lovis muss ein bisschen Zeit investieren, weil sie ein Bild aussuchen muss für die neue Episode und weil sie das Bild zur letzten Episode malen muss. Und ich muss dann nur bei der Aufnahme eine halbe Stunde, Nachbereitung höchstens eine halbe Stunde. Also für mich dauert es eine Stunde, netto Arbeitszeit, eine Mal mit uns Episode zu produzieren. Da ist so ein bisschen Community Management noch dabei. Es ist nicht viel Zeit und die habe ich definitiv. Also ich werde immer wieder gefragt, wie schaffst du das nur, diese ganzen Hobbys? Die meisten meiner Hobbys kosten nicht viel Zeit, weil ich ja nach dem Pareto-Prinzip immer nur mit 20% des Aufwands versuche, 80% des Erfolgs zu erreichen und auf die restlichen 20% des Erfolgs zu scheißen. Also es ist mir nicht so wichtig, Perfektion zu erreichen. 100% sind meiner Ansicht nach bei den wenigsten Dingen
sinnvoll. Stattdessen reichen mir 80% des Erfolgs und den erreicht man mit 20% des Aufwands. Also mit relativ wenig Aufwand erreicht man schon sehr, sehr viel und das mache ich dann einfach und gebe mich dann einfach sehr schnell zufrieden mit dem Erreichten. So, und den Mal mit uns Podcast weiterzuführen, klar, das Optimum wäre natürlich, dass irgendwann mal eine Kunstgalerie uns dazu einlädt, deren Bilder im Mal mit uns Podcast zu beschreiben und dann als Kunstprojekt die von euch gemalten Bilder dann daneben irgendwie auf einem iPad darstellt oder so. Und dann monatlich ein neues Bild da mit reinzunehmen und die Kunstgalerie kann dann monatlich das iPad woanders hinhängen oder so. Das fände ich großartig, das wäre das Maximum und dann irgendwie natürlich ganz, ganz viele Hörer, ganz, ganz viele Bilder. Super. Muss es ja aber gar nicht sein. Also das wäre halt dann doch relativ viel Aufwand, erstmal eine Kunstgalerie zu finden. Falls einer von euch eine hat oder Kontakte hat, stellt das gern her. Aber ich werde halt nicht viel Zeit reinstecken, mir selber was zu suchen. Genauso, wenn ich tatsächlich 100 Bilder zugeschickt bekomme, muss ich die ja auch alle bei Flickr hochladen. Oder vielleicht steigen wir auch mal um auf Lightroom oder so. Das ist natürlich dann auch viel Arbeit, diese ganzen eingesendeten Bilder zu, weiß ich nicht. Ich bin eigentlich zufrieden damit, wenn das ein kleines Projekt ist, einfach ein bisschen Zeit mit meiner Tochter verbringen, mit ihr gemeinsam ein Hobby zu haben und so. Das ist schon schön genug, eine schöne Ergänzung. Und deswegen haben wir uns jetzt vorgenommen, einmal im Monat eine Episode aufzunehmen, haben uns Termine in den Kalender geschrieben, weil wir das machen wollen. Und ja, das wollen wir mehr machen. Die Frage ist nämlich, wenn man sich was vornimmt und eine Sache in seinem Leben ändern will, wie schafft man das denn eigentlich? Einfach so einen Beschluss zu fassen, ich möchte wieder den Mal mit uns Podcast machen oder ich möchte abnehmen oder ich möchte mit dem Rauchen aufhören oder so. Ich weiß gar nicht, was man sich so alles vornehmen könnte. Das reicht nicht, sich das vorzunehmen, sondern man muss auch eine Struktur haben, wie man das dann erreichen möchte, was man sich da vornimmt. Also, ich habe nie geraucht. Ich weiß nicht, wie viel Aufwand das ist, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich glaube, das ist halt eine hohe psychische Abhängigkeit und sich dann irgendwie Wege zu finden, aus dieser Abhängigkeit rauszukommen, ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Sollte man sich definitiv was vornehmen. Es reicht nicht, einfach aufzuhören. Also genauso gut könnte ich ja aufhören, Alkohol zu trinken oder Chips zu essen oder irgendeines meiner anderen Laster aufzugeben. Ohne dass ich jetzt das große Chipsmonster wäre, das ohne zwei Tüten Chips am Abend nicht leben kann. Nee, so ist es nicht. Aber ich esse halt sehr, sehr gerne Chips und ich bin auch kein Alkoholiker. Die kommen auch ohne Alkohol klar. Trotzdem trinke ich halt gerne mal Alkohol und Alkohol ist halt ungesund. Also ein Leben ohne Alkohol ist wahrscheinlich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit gesünder als ein Leben mit Alkohol. Trotzdem, ja, so, also diese Ziele habe ich zwar gar nicht, aber wenn ich sie hätte, wüsste ich, dass ich was an irgendeiner Struktur ändern müsste, dass ich mir irgendwas Konkreteres vornehmen müsste, als aufhören, das zu machen. So. Eine Änderung, die ich mittlerweile geschafft habe, ist, dass ich regelmäßig meditiere. Also ich habe ja diese Headspace-App, von der ich euch schon mehrfach erzählt habe, habe ich vor 6-7 Jahren kennengelernt. Damals habe ich noch bei Big Point gearbeitet. Genau. Und Arbeitskollege Alexander hat bei einer Schulung, die er gemacht hat, da hat er uns was beigebracht, hat er immer am Anfang einer jeden Session, also vormittags nach jeder Pause, hat er eine kurze geführte Meditation mit uns gemacht und uns dann gesagt, so, ey, wenn euch das gefällt, ich habe diese Technik aus der Headspace-App mir abgeguckt und guckt euch das mal an. Und seitdem versuche ich mir das anzugewöhnen, regelmäßig zu meditieren. Und mittlerweile bin ich bei 81 Tagen in Folge ohne Pause, die ich das gemacht habe. Ich hatte schon mal eine längere Strecke, wo ich das jeden Tag gemacht habe, aber es gab auch immer wieder Phasen, wo ich dann wieder nicht mehr meditiert habe oder wo ich das sehr sporadisch gemacht habe. Mittlerweile habe ich halt eine Struktur gefunden, dass ich halt morgens, wenn die Familie aus dem Haus ist oder am Wochenende, morgens, wenn ich dann mit dem Frühstück fertig bin, setze ich mich hin und meditiere 10 Minuten. 10 Minuten ist, also
hat man halt so. Und die muss ich mir halt nur nehmen. Wenn ich sie mir nicht nehme, also ich kann mich natürlich noch daran erinnern, wie es war, als ich dann dran gedacht habe, oh, jetzt könnte ich mal meditieren, aber so, und dann findet man irgendwelche Ausreden, warum es nicht passt. Man kriegt es hin, wenn man sich dann die Struktur genauso legt, dann und dann will ich meditieren, und wenn man es dann, wenn der Zeitpunkt kommt und man eine Ausrede schon im Kopf hat, diese Ausrede einfach zu ignorieren. Das hat mir jetzt irgendwann einfach geholfen. Ich habe auch gemerkt, wie mir eine längere Phase, in der ich täglich meditiere, tatsächlich hilft. Also ich merke an mir selbst, an meinem Umgang mit mir selbst, an meinem Umgang mit meinem Umfeld, wie mich tägliches Meditieren dabei unterstützt, besonderer und ruhiger mit mir selbst und anderen Leuten umzugehen. Und ja, also ein bisschen mehr Awareness zu schaffen, ein bisschen mehr Wertschätzung dessen, was ist, und nicht nur nachhecheln nach dem, wie man denkt, dass es sein sollte, zu erreichen. Und das tut mir sehr, sehr gut. Und das habe ich vermutet, als ich mir vorgenommen hatte, mehr zu meditieren. Und jetzt stellt sich halt raus, wenn man das dann halt durchzieht, dann ist es auch tatsächlich so. Also mir hilft es. Und ich fühle mich besser dadurch. Und das hilft dann natürlich auch, diese Struktur weiter einzuhalten. Trotzdem war es schwer, diese Struktur mir zu erarbeiten. Wie gesagt, seit 6 Jahren kenne ich die App. Habe es immer mal wieder angefangen, ausprobiert und dann wieder sein gelassen. Mittlerweile ist es zum Glück sogar so, dass mein Arbeitgeber uns das bezahlt. Also gibt es eine Kooperation, und jeder Mitarbeiter kann kostenlos das Premium-Angebot von Headspace benutzen. Das finde ich sehr, sehr gut. Kostet im Jahr irgendwie sowas wie 60 Euro. Also es ist durchaus Geld, aber für das, was ich davon habe, wäre es mir das auch wert, das zu bezahlen. Tatsächlich hat meine Frau jetzt auch angefangen, und ihre Testperiode, man hat so 14 Tage Testzeit, die ist jetzt demnächst rum. Oh, wahrscheinlich morgen oder so. Sollte ich nochmal mit ihr sprechen. Und wenn sie das auch weitermachen möchte, dann werde ich ihr das sicherlich gerne schenken, bezahlen, dass sie das auch machen kann. Weil es das wert ist. Genau. Ja, und genauso wie man um diese Angewohnheit, ich möchte täglich 10 Minuten meditieren, irgendwie zu erreichen, muss man für alles, was man sich vornimmt, was man ändern will im Leben, muss man sich eine Struktur überleben, mit der man das dann erreicht. So, und beim Mal mit uns Podcast ist es halt die Struktur. Sonntags vormittags geht meine Frau Stefanie gerne zum Sport. Die macht so Kraftsport im Nachbarort. Also ja, komme ich gleich zu. Und da ist sie dann halt immer so 1,5 Stunden am Sonntagvormittag weg. Und in der Zeit, also nicht jeden Sonntag, aber halt einmal im Monat, wollen wir jetzt diesen Mal mit uns Podcast aufnehmen. Der nächste ist also Anfang Februar, falls ihr das Bild malen wollt, was wir jetzt gerade besprochen haben. Was wollte ich sagen? Genau, das ist die Struktur. Einmal im Monat, und das haben wir jetzt auch in den Kalender reingeschrieben bei uns beiden. Wir haben so einen großen Familienplaner in der Küche hängen, für jeden Monat ein großes Blatt, für jedes Familienmitglied eine Spalte und eine Allgemeinspalte, wo so Geburtstage und Müllabfuhrtermine und sowas drinstehen. Und da habe ich jetzt halt bei Lovis und mir für zumindest mal ein halbes Jahr im Voraus Sonntage markiert, an denen wir mal mit uns aufnehmen. Vielleicht hilft das. Man weiß das immer nicht, ob das wirklich funktioniert. Also man kann sich eine Struktur überlegen, mit der man eine Änderung im Leben erreichen möchte. Man sollte sich eine Struktur überlegen, aber ob die dann auch dazu führt, dass das passiert, was man sich wünscht, ist die eine Frage. Die andere Frage ist, wenn das dann passiert, was man sich davon versprochen hat, ob das dann auch tatsächlich gut ist, also ob man dann damit zufrieden ist. Also Beispiel Meditation. Ich habe es jetzt durch die Struktur geschafft, mir das anzugewöhnen. Ob diese Gewohnheit aber tatsächlich die ist, die ich wirklich wollte, also ob ich zufrieden bin mit dieser Gewohnheit, ist ja nochmal eine andere Frage. Das hätte ja auch passieren können, dass mir Meditation
tägliches Meditieren am Ende doch nicht hilft oder doch nicht gefällt, dann wäre zwar die Struktur geglückt, aber das Experiment, die Erfahrung dann doch unglücklich. Das kann passieren, das ist überhaupt nicht schlimm. Wenn sowas passiert, dann heißt es ja nicht, dass die Idee doof war, sondern da weiß man halt hinterher, okay, die Idee war nicht am Ende doch nicht hilfreich, aber das weiß man dann. Dann hat man immer eine Erkenntnis erreicht und das ist auch schon was wert. Was ich mir außerdem noch vornehmen will, also für mich ist ja Gesundheit ein ganz wichtiges Thema. Ich finde Gesundheit, wenn man so überlegt, was sind so die wichtigsten Themen im Leben? Also was für mein Leben, was ist mir am wichtigsten? Da ist natürlich Familie für mich irgendwie ein sehr, sehr hoher Wert. Ich möchte, dass es der Familie gut geht, dass wir gut zusammenleben, gut zusammenhalten. Und unser Familienleben hat halt für mich einen sehr hohen Stellenwert. Und ziemlich bald danach kommt schon Gesundheit. Das ist ja auch ganz eng damit verknüpft. Also wenn die Gesundheit meiner Kinder natürlich und meiner Frau, aber eben auch meine eigene. Also wenn ich nicht gesund bin, wenn ich nicht auf meinen Körper achte, dann habe ich ja auch kein gutes Familienleben. Dann ist das halt eingeschränkt oder es nervt dann halt. Also Gesundheit ist für mich irgendwie eins der wichtigsten Themen in meinem Leben überhaupt. Liebe ist wahrscheinlich höher noch so. Also was hilft es mir, gesund zu sein, wenn ich keine Liebe habe? Das klingt jetzt irgendwie nach dem Korintherbrief 13. Nee, aber die Liebe ist natürlich irgendwie das Wichtigste, aber Gesundheit ist relativ bald danach. Und ich achte also sehr auf meine Gesundheit, was so eine Ernährung angeht, aber eben auch was Sport angeht. Also wie schafft man es, einen gesunden Körper beizubehalten? Ausreichend Bewegung ist wichtig, ausreichend Schlaf ist wichtig, deswegen Einschlafen-Podcast. Beim Thema Bewegung wisst ihr alle, ich bin Läufer. Ich laufe sehr gerne, das ist ein Sport, der gefällt mir. Das ist irgendwie, mir macht es einfach Spaß, rauszugehen und in der Natur. Ich habe hier eine Laufstrecke von Karkensdorf aus über den über Spretze, über den Brunsberg. Könnt ihr gerne mal auf Google Maps nachgucken, wo das da längs geht. Das ist halt im Wesentlichen Wald. Und wenn man dann über den Brunsberg gelaufen ist, da kann man einmal weit gucken. Der ist jetzt nicht, das ist jetzt kein Berg im Sinne von Berg, aber es ist halt so eine Erhebung, Endmoräne, 170 Meter hoch oder so. Kein Wald da oben, so, dann kann man relativ weit gucken, hier im norddeutschen Flachland und dann wieder zurück. Das ist, kann, also 10, 12 Kilometer Strecke, wunderbar, laufe ich total gerne, sieht jeden Tag anders aus durch das Wetter und ist sehr ruhig, da ist irgendwie nicht viel Verkehr, also oben auf dem Berg darf sowieso nichts fahren, also manchmal fahren da so Crossräder, aber das ist eher selten. Häufiger trifft man Spaziergänger mit Hund, mit Kindern, im Winter mit Schlitten, keine Ahnung. So, das ist irgendwie, diesen Winter eher nicht. So, bisher gab es noch keinen Schnee. Das mache ich gerne. Ich weiß aber, dass das nicht reicht. Also wenn man nur Laufen als Sport hat, dann, klar, reicht das schon. Noch besser wäre es aber, wenn man noch ein bisschen Kraftsport machen würde. Also für die Gesundheit des Körpers ist ja für mich einer der wichtigsten Faktoren ist ein möglichst geringes Körperfett, also möglichst wenig Körperfett haben. Deswegen bin ich auch ganz zufrieden, dass ich so einen Ausdauersport als Hauptsportart habe. Ich weiß aber, dass ein bisschen Kraftsport auch gut wäre, damit mein Körper gesund und fit bleibt. Ein bisschen Grundkraft ist halt auch fürs Laufen wichtig. Nicht nur an den Beinen, die man zum Laufen braucht, sondern auch am Rumpf, dass man irgendwie viel Stabilität, also ausreichende Stabilität hat. Und das hilft mir sowohl beim Ausdauersport machen, wenn ich ein bisschen Kraft habe. Es hilft mir aber auch im Alltag, wenn der Körper nicht ganz so schlaff ist. Also ein bisschen Kraft ist ganz gut. Jetzt mache ich ja prinzipiell einmal die Woche Pilates in der Firma, weil da einmal die Woche eine Pilates-Trainerin kommt. Bezahlen tun wir sie selbst, aber die Firma stellt halt den Raum und die Zeit zur Verfügung so und deswegen können wir da montags, vormittags Pilates machen, das ist ganz gut.
Aber erstens ist einmal die Woche Pilates zwar gut und schön, aber so richtig den muskulaturbildenden Effekt hat das noch nicht. Also wenigstens einmal mehr müsste noch sein. So zweimal die Woche Muskeltraining wäre schon besser. Oder irgendwie sowas Kontinuierliches, dass man täglich irgendwie ein paar Liegestütze macht oder so. Und darüber hinaus bin ich halt einfach nicht jeden Montag in der Firma. Also es gibt halt Feiertage und Urlaub und was weiß ich noch für Ausnahmen. Das trifft dann doch relativ viele Montage. Und ja, dann fällt das halt immer mal aus oder man hat irgendwie Termine. Das heißt, am Ende mache ich halt nicht 52 Mal im Jahr. Nee, wie viele Wochen hat ein Jahr? 52, ne? Oder? Jetzt komme ich gerade durch den 56. Nee, zwei. Das ist aber ähnlich wie mit der, also Nachtrag zur letzten Episode. Die Konfirmation meiner älteren Tochter Mareile war natürlich nicht 2019, sondern 2018. Ich weiß nicht, warum mir das letzte Episode nicht eingefallen ist. Ja, genau. Da ging es darum, ob ich in dem Jahr schon irgendwie öfter meiner Kirche war. Nee, 2018 war die Konfirmation und ein Jahr hat, was weiß ich, wie viele Wochen. Ich glaube 52. So, ich bin aber nicht 52 Montage im Jahr in der Firma, sondern weiß nicht, deutlich weniger und dann kann ich auch nicht jeden Montag beim Pilates-Training teilnehmen, auch wenn ich da bin. So, und dann ist auch mal die Trainerin krank. Also, wenn ich vielleicht 20, 25 Mal im Jahr Pilates mache, dann ist das ungefähr so die Zahl. Und das reicht halt nicht. Also, ich weiß, dass das Pilates-Training in der Firma ein guter Anhaltspunkt ist. Das reicht aber nicht, um irgendwie ausreichend Muskulatur aufzubauen, so wie ich das gerne hätte. Für meine Ausdauersporteinheiten könnte ich ein bisschen mehr Muskulatur gebrauchen und auch ansonsten im Alltag wäre es halt ganz nett, wenn ich ein bisschen bessere Muskulatur hätte. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jedes Jahr wieder oder andauernd oder öfter mal nehme ich mir vor, mehr Muskeltraining zu machen, Kraftsport. So wie Stefanie das macht, meine Frau, zweimal die Woche ins Fitnesscenter zu fahren. Das macht sie, versucht sie zwei bis dreimal die Woche zu machen. Da gibt es einen Trainer, der mit ihr Trainingspläne erarbeitet und so. Kenne ich alles, habe ich auch früher mal gemacht, ist aber nicht meins. Also weiß ich, dass ich das nicht kontinuierlich durchhalte. Also das Experiment ist schon gescheitert und beziehungsweise geglückt und ich habe gelernt, dass das keine nachhaltige Sache für mich ist, die ich irgendwie langfristig aufrechterhalten kann. Ich habe irgendwie vor 20 Jahren, ungefähr 20 Jahren mal intensiv Kraftsport gemacht und dann irgendwie 15 Kilo Muskelmasse zugenommen. Das war dann ganz toll. Bis ich dann aufgehört habe mit Kraftsport und das Gewicht geblieben ist und die Muskeln weg waren und das alles in Fett gewandelt ist. Dann bin ich halt relativ lange mit Übergewicht rumgelaufen, über 100 Kilo, was bei meiner Körpergröße nicht schlimmes Übergewicht ist, aber ich habe das halt gemerkt, dass es mich einschränkt. Vor allem auch beim Laufen zum Beispiel, so, das war einfach nicht gut. So, und der Grund dafür war, dass ich eben nicht regelmäßig Kraftsport im Fitnessstudio machen will. Das ist wirklich eine Neigungssache. Es liegt mir nicht. Ich habe da keine Freude dran. Christian, mein bester Freund und Mitmusiker bei Tobian, meiner Band, der macht jetzt CrossFit. Also der macht sehr gerne Fitnessstudio und hat jetzt mit CrossFit was entdeckt, was ihm noch mehr Spaß bringt. Und das finde ich tatsächlich auch interessant, hat aber für mich die gleichen Nachteile wie Fitnessstudio, nämlich ich muss da erstmal hin. Also es ist nichts, was irgendwie auf meinem Arbeitsweg oder irgendwie hier in Wohnortnähe direkt möglich ist, sondern das ist halt für mich mit zeitlichem Aufwand verbunden, da überhaupt erstmal hinzukommen, das zu machen und so. Und da ist die Hemmschwelle zu hoch und das werde ich halt auch nachhaltig nicht machen können. Was ich mir also immer mal wieder wünsche, ist, dass ich zusätzlich zu diesem Pilates-Training, was mir sehr gut gefällt, zu Hause einfach für mich noch ein paar Kraftübungen mache. Und das kriege ich einfach nicht hin. Also ich finde da keinen Ankerpunkt, keine Struktur, wie ich das in meinen Tagesablauf reinbekomme. Also es würde ja reichen,
dreimal die Woche eine halbe Stunde. Also zusätzlich zu der Stunde Pilates, die ich so fast jede Woche, sagen wir mal lieber jede zweite Woche im Schnitt mache. Wenn ich dann noch zwei, dreimal die Woche zu Hause eine halbe Stunde irgendwelche Übungen machen würde. So, ich habe eine Klimmzugstange. Wir haben so einen Hauswirtschaftsraum und wir haben ein Holzhaus gebaut. Das heißt, wir haben eine Holzdecke, großen, dicken Holzbalken und da habe ich einfach eine Klimmzugstange rangeschraubt. Die ist da jetzt und ich könnte jederzeit, also ich könnte jetzt dahin gehen und Klimmzüge machen. Jetzt gerade kann ich nicht, weil ich gerade einen Podcast aufnehme. Ich könnte aber durchaus abends vorm Schlafen gehen nochmal Kraftsport machen. So. Und das mache ich aber nicht. Also es würden ja 20 Minuten reichen. Einfach irgendwie ein bisschen warm machen, ein paar Klimmzüge, Plank ist ja irgendwie eine gute Übung für Rumpfmuskulatur. Das macht man halt eine Minute Plank und ist fertig. Dann macht man noch ein paar Liegestütz, dann macht man ein paar Kniebeugen. Apropos CrossFit. Christian hat mir eine Übung gezeigt, die heißt Pistol. Ich wusste nicht, also weder was das ist. Also CrossFit ist ja irgendwie so ein Markenname für irgendwelche Fitnessübungen und ich finde das ziemlich attraktiv, aber einerseits muss man dann so ein CrossFit-Studio in der Nähe haben und das kostet dann irgendwie richtig viel Geld und keine Ahnung. Also für wen das passt, ist das eine super Sache. Aber was die eben auch noch haben, ist halt eine komische Abfolge von Übungen. Und Pistol ist irgendwie ein Element. Das sind am Ende einbeinige Kniebeugen. Also Kniebeuge ist ja, man stellt sich hin und geht in die Knie, also Hintern runter und Hintern wieder hoch. So, und Pistol ist eine Übung, da geht man halt, also erstens ist natürlich die Frage, wie weit geht man mit dem Hintern runter? Die meisten Menschen machen Kniebeugen so, dass der Hintern halt so bis auf Kniehöhe geht. Bei einem Pistol geht der Hintern bis deutlich unter Kniehöhe runter. Und gleichzeitig macht man das aber einbeinig. Also man streckt das eine Bein nach vorne aus, geht dann mit dem anderen Bein runter und direkt wieder hoch. Also falls ihr das noch nie geübt habt, probiert es bitte auch nicht aus. Dabei tut man sich nur weh. Und es geht auch nicht. Also man muss mit ganz vielen Vorbereitungsübungen sich daran kämpfen, bis man seinen ersten richtigen Pistol schafft. Also erstmal normale Kniebeugen machen, bis die Beine stark genug sind und auch die Koordination spielt eine große Rolle. So, und wenn man Pistols richtig kann, dann kann man halt relativ schnell so das eine Bein nach vorne ausstrecken, das andere knicken mit dem Hintern bis runter zur Ferse und dann wieder hochdrücken. Die Arme spielen dabei auch eine große Rolle, die muss man so nach vorne strecken, damit man das Gleichgewicht nicht verliert. So, dann drückt man sich wieder hoch und dann wechselt man das Bein, streckt das andere nach vorne und geht drunter und immer hin und her. Dafür braucht man eine extrem starke Beinmuskulatur und eine hohe Koordinationsfähigkeit. Eine sehr attraktive Übung. Das würde ich total gerne können. So, einfach nur, weil das cool ist, Pistols zu können. Kann ich aber nicht, weil weder meine Beinmuskulatur stark genug ist, noch meine Koordinationsfähigkeit hoch genug. Es wäre total im Rahmen des Möglichen, dass ich das lerne, Pistols zu machen, wenn ich zwei, dreimal die Woche ein bisschen das üben würde. Also jetzt nicht gleich Pistol, sondern erstmal irgendwie Kniebeugen. Weiß nicht. Man kann ja beim Zähneputzen kann man Kniebeugen machen. Das stört ja gar nicht. Du stehst vor dem Spiegel, putzt die Zähne und machst ein paar Kniebeugen. Mache ich auch ab und zu. Ich habe sogar mal einbeinige Kniebeugen gemacht, aber da gehe ich halt nicht so weit runter. Also es ist halt total schwierig, eine einbeinige Kniebeuge zu machen und mit dem Hintern runter bis zu den Fersen und dann wieder hochzudrücken. Dabei würde ich wahrscheinlich beim Zähneputzen komplett das Gleichgewicht verlieren und dann irgendwie im Badezimmer liegen. Also ein bisschen runter und wieder hoch, kann man auf einem Bein. Ja, aber ich mach's nicht. Also das ist echt eine Struktur, die kriege ich nicht hin. Ich glaube, vor dem Zu-Bett-Gehen bin ich halt wirklich dann meistens zu müde und zu abgespannt und dann fehlt mir halt dann die Lust und dann kann ich mich selber auch nicht mehr überreden, dass diese Ausrede, keine Lust, irgendwie nicht hilfreich ist.
Das ist also kein guter Ankerpunkt. Morgens habe ich ja schon das Meditieren erfolgreich in meinen Tagesablauf gebaut. Und dazu kommt halt noch, dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich jetzt, weiß nicht, 50 Liegestütze mache und so viele Klimmzüge, also im Moment schaffe ich so 3 Klimmzüge am Stück. Ich war mal bei 12. Ich habe das mal eine Zeit lang, habe ich das ganz gut hingekriegt, alle 2 Tage Klimmzüge zu machen. Und wenn man das halt regelmäßig trainiert, dann steigert man sich da. Also mehr als 12 Klimmzüge am Stück habe ich noch nie geschafft, aber ja, da war ich immerhin schon mal. Jetzt bin ich wieder zurück bei 3 oder 4, wenn ich mal einen guten Tag habe. So, Liegestütz, Klimmzüge, Kniebeugen, Plank. So 4 Übungen, dauert eine Viertelstunde, aber danach möchte ich eigentlich auch duschen. Also dann ist es nicht so, dass ich bei diesem Set nicht schwitzen würde. Morgens vorm Duschen, wochentags klingelt um 6 Uhr der Wecker und wir müssen die Kinder zur Schule scheuchen. Ich selbst muss nicht so früh bei der Arbeit sein, aber wenn ich dann auch schon wach bin, kann ich dann ja auch mich irgendwie so, ja, kurz vor 8 auf den Arbeitsweg machen. Dann bin ich um 9 in der Firma und das ist dann ja so ganz gut. Theoretisch wäre es nicht schlimm, ab und zu auch später in der Firma zu sein, weil wir ja relativ lange arbeiten. Die Amis, mit denen wir viel zusammenarbeiten, die wachen ja immer so spät am Tag erst auf, weil bei denen die Sonne halt einfach später aufgeht. Erde ist eine Kugel. Ja. So, deswegen könnte ich das machen irgendwie, aber irgendwie dusche ich, ja, vielleicht ist es das, ne? Vielleicht sollte ich nicht morgens direkt nach dem Aufstehen duschen, sondern erst frühstücken und die Kinder zur Schule schicken und so weiter und so fort und dann zur Arbeit. Nee, dann duschen, ne? Also aufstehen, Frühstück machen, Kinder zur Schule scheuchen, meditieren, Kraftsport, duschen und dann zur Arbeit. Vielleicht ist das eine bessere Reihenfolge. Vielleicht sollte ich nicht als erstes duschen. Im Moment ist meine Reihenfolge aufstehen, duschen, Frühstück machen, Kinder zur Schule scheuchen, meditieren und dann los. Will ich das? Kann ich das? Ja, warum nicht? Einziger Nachteil ist, dass ich dann ungeduscht am Frühstückstisch sitze. Da muss meine Familie dann durch. Naja, wenn ich nicht direkt vor dem Sport auch noch direkt vor dem Frühstück den Kraftsport mache, sondern erst danach. Könnte ich mal ausprobieren. Ja, jetzt habe ich hier während des Podcasts aufnehmen. Nehmens habe ich eine Idee, was ich ändern könnte. Ja, so, also Strukturen finden für Vorhaben. Habe ich noch irgendwelche Vorhaben? Ich glaube, das reicht auch. So, ich möchte gerne 2020, ich möchte gerne in den 20ern. Was möchte ich denn gerne? Wie formuliere ich denn das? Gute Vorsätze richtig zu formulieren, ist übrigens auch eine Übung. Ich habe ja mal als Lebensziel formuliert, ich möchte gerne jedes Jahr, nee, also bis ich 75 Jahre alt bin, möchte ich jeden Monat einen 10-Kilometer-Lauf absolvieren können, ohne dabei drauf zu gehen. So, das heißt, dass ich irgendwie langfristig in einer physischen Kondition bleiben will, in der ich das eben kann. Im Februar, nee, im November letzten Jahres, 2019, habe ich keinen 10-Kilometer-Lauf gemacht. Ich hätte es wahrscheinlich machen können, aber ich habe mich nicht so richtig dazu in der Lage gefühlt. Das heißt jetzt nicht, dass ich mein Lebensziel verfehlt habe, weil ich eben keinen 10-Kilometer-Lauf gemacht habe, sondern für mich ist das halt ein Signal, da ist gerade was falsch. So, und tatsächlich war es auch so, dass ich im November kräftemäßig, gesundheitlich nicht ganz so auf der Höhe war, wie ich es gerne sein wollte. Stressbedingt durch Arbeit, durch alle möglichen Faktoren. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich keinen 10-Kilometer-Lauf machen konnte. Und das ist für mich halt das Signal, änder was. Tu was, damit du wieder in der Lage dazu bist. Und das habe ich dann auch gemacht. Also habe bestimmte Sachen angepasst in meinem Leben, sodass ich jetzt wieder dazu in der Lage bin. Und im Dezember habe ich das dann auch wieder geschafft. Jetzt im Januar habe ich noch keinen 10-Kilometer-Lauf gemacht, aber ich fühle mich dazu in der Lage und ich werde es sicherlich tun.
Ich möchte, wie formuliere ich jetzt mein Lebensziel? Das ist jetzt ein Lebensziel, habe ich schon. So, Änderung für 2020. Ich möchte regelmäßig, ist das ein gutes? Es gibt ja diese Smart Goals, ne? Specific, measurable, achievable, realistic und timely. Spezifisch. Was will ich denn schaffen? Ist mir jetzt gerade zu schwierig, das irgendwie aus dem Hut zu greifen. Ich möchte Muskelaufbau betreiben, ich möchte Krafttraining. Ich möchte es schaffen, regelmäßig, und zwar mindestens dreimal die Woche, Krafttraining in meinen Lebensablauf integrieren. Und zwar irgendwie mindestens 20 Minuten. Ist auch super. Und in einem halben Jahr prüfe ich, ob ich das geschafft habe. Das ist der timely. Achievable, ja, natürlich ist das achievable. 20 Minuten, das ist mal drei, eine Stunde pro Woche kann ich sicher investieren. Gucken wir mal. Wir hören uns im halben Jahr wieder. Nein, wir hören uns natürlich schon in 2 Wochen wieder, aber in einem halben Jahr werde ich rekapitulieren, ob es geklappt hat. Kommen wir doch mal zum Rilke. Da sind wir immer noch im Stundenbuch. Und ja, Lokation 1206, 19%. Du Gott, ich möchte viele Pilger sein, um so ein langer Zug zu dir zu gehen und um ein großes Stück von dir zu sein, du Garten mit den lebenden Alleen. Wenn ich so gehe, wie ich bin, allein, wer merkt es denn? Wer sieht mich zu dir gehen? Wen reißt es hin? Wen regt es auf und wen bekehrt es dir? Als wäre nichts geschehen, lachen sie weiter. Und da bin ich froh, dass ich so gehe, wie ich bin, denn so kann keiner von den Lachenden mich sehen. Bei Tag bist du das Hörensagen, das flüsternd um die vielen fließt, die Stille nach dem Stundenschlagen, welche sich langsam wieder schließt. Je mehr der Tag mit immer schwächern Gebärden sich nach Abend neigt, je mehr bist du mein Gott. Es steigt dein Reich wie Rausch aus allen Dächern, ein Pilgermorgen. Von den harten Lagern, auf das ein jeder wie vergiftet fiel, erhebt sich bei dem ersten Glockenspiel ein Volk von hagern Morgensegensagern, auf das die frühe Sonne niederbrennt. Bärtige Männer, welche sich verneigen, Kinder, die ernsthaft aus den Pelzen steigen und in den Mänteln schwer von ihrem Schweigen, die braunen Frauen von Tiflis und Taschkent. Christen mit den Gebärden des Islam sind um die Brunnen, halten ihre Hände wie flache Schalen hin, wie Gegenstände, in die die Flut wie eine Seele kam. Ja, 457 Notiz gemacht. Und dann kommen wir noch zu Kant. Ein Vorhaben für dieses Jahr ist natürlich auch regelmäßig einschlafen, Podcast aufnehmen, das wisst ihr alle. Entschuldigung, muss man eben Licht anmachen. Mittlerweile zu dunkel geworden hier. Da sind wir auf Seite 576 im zweiten Band. Das ist B 689. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Augen zu und zugehört. Das erste Gesetz also verhütet die Ausschweifung in die Mannigfaltigkeit verschiedener ursprünglichen Gattungen und empfiehlt die Gleichartigkeit. Das zweite schränkt dagegen diese Neigung zur Einhelligkeit wiederum ein und gebietet Unterscheidung und Unterarten, bevor man sich mit seinem allgemeinen Begriffe zu den Individuen wende. Das dritte vereinigt jede beide, indem sie bei der höchsten Mannigfaltigkeit dennoch die Gleichartigkeit durch den stufenartigen Übergang von einer Spezies zur anderen vorschreibt, welches eine Art von Verwandtschaft der verschiedenen Zweige anzeigt, insofern sie insgesamt aus einem Stamme entsprossen sind. Dieses logische Gesetz des Continui Specierum Formarum Logicarum setzt aber ein Transzendentales voraus, Lex Continui in Natura, ohne welches der Gebrauch des Verstandes durch jene Vorschrift nur irregeleitet werden würde,
indem sie vielleicht einen der Natur gerade entgegengesetzten Weg nehmen würde. Es muss also dieses Gesetz auf reinen, transzendentalen und nicht empirischen Gründen beruhen. Denn in dem letzteren Falle würde es später kommen als die Systeme. Es hat aber eigentlich das Systematische der Naturerkenntnis zuerst hervorgebracht. Es sind hinter diesen Gesetzen auch nicht etwa Absichten auf eine mit ihnen als bloßen Versuchen anzustellende Probe verborgen, obwohl freilich dieser Zusammenhang, wo er zutrifft, einen mächtigen Grund abgibt, die hypothetisch ausgedachte Einheit für gegründet zu halten. Und sie also auch in dieser Absicht ihren Nutzen haben, sondern man sieht es ihnen deutlich an, dass sie die Sparsamkeit der Grundursachen, die Mannigfaltigkeit der Wirkungen und eine daher rührende Verwandtschaft der Glieder der Natur an sich selbst für vernunftmäßig und der Natur angemessen urteilen und diese Grundsätze also direkt und nicht bloß als Handgriffe der Methode ihre Empfehlung bei sich führen. Man sieht aber leicht, dass diese Kontinuität der Formen eine bloße Idee sei, der ein kongruierender Gegenstand in der Erfahrung gar nicht aufgewiesen werden kann, nicht allein um deswillen, weil die Spezies in der Natur wirklich abgeteilt sind und daher an sich ein Quantum Discretum ausmachen müssen und, wenn der stufenartige Fortgang in der Verwandtschaft derselben kontinuierlich wäre, sie auch eine wahre Unendlichkeit der Zwischenglieder, die innerhalb zweier gegebenen Arten lägen, enthalten müsste, welches unmöglich ist, sondern auch, weil wir von diesem Gesetze gar keinen bestimmten empirischen Gebrauch machen können, indem dadurch nicht das geringste Merkmal der Affinität angezeigt wird, nach welchem und wie weit wir die Gradfolge ihrer Verschiedenheit zu suchen, sondern nichts weiter als eine allgemeine Anzeige, dass wir sie zu suchen haben. So, das war jetzt recht kurz vorgelesen, aber ich muss jetzt hier ein Ende machen, weil wir heute noch was vorhaben. Wir fahren nämlich gleich zu meiner Nichte und die hat Geburtstag gehabt, da wird heute gefeiert. Ich muss also leider gleich Torte essen gehen. Das ist sehr gesund. Das ist meiner Gesundheit sehr zuträglich. Ja, ich werde morgen früh laufen gehen, dann ist die Torte vielleicht wieder abgearbeitet. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein wunderbares Jahrzehnt und ja, ich weiß, ein Jahrzehnt hat 10 Jahre und das Jahr 0 hat es nicht gegeben und 2020 ist gar kein neues Jahrzehnt und bla bla bla. Es ist trotzdem, die 20er Jahre haben angefangen und ich wünsche euch ausreichend viel Schlaf. Ich wünsche euch gute Vorsätze, die ihr euch selber vornehmt. Nicht jetzt zum neuen Jahr oder Jahrzehnt, sondern insgesamt wünsche ich euch, dass wenn ihr was ändern wollt in eurem Leben, dass es dann auch gelingt und ihr eine gute Erkenntnis daraus habt oder einen hohen Gewinn. Was wünsche ich euch noch? Gute Nacht zum Beispiel. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.